Sechs Fragen, sechs Antworten und los Hallo geht's. Ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die liebe Anne vom Kanal Literaturlärm hat mich in ihrem vorletzten Tag getaggt und diese Fragen möchte ich euch jetzt gerne beantworten. Und zwar handelt es sich bei diesem Tag um den Buchtag zum Jahresende. Er beinhaltet sechs Fragen, die ich euch jetzt gerne beantworten möchte. Und die erste Frage lautet, ob es Bücher gibt, die ich dieses Jahr begonnen habe und die ich auch noch beenden möchte. Ich habe tatsächlich zwei Bücher gefunden. Eigentlich wusste ich ganz genau, welche Bücher ich jetzt zeigen muss oder möchte. Und zwar sind es Bücher, die ich aus unerfindlichen Gründen irgendwie unterbrochen habe und dann doch irgendwie nicht weitergelesen habe. Das heißt nicht, dass mir die Bücher nicht gefallen haben. Ich habe einfach nur nicht danach gegriffen. Ich vermute einfach, dass nach dieser Pause oder in dieser Pause, nee, nach dieser Pause einfach nicht die richtige Zeit gekommen ist. Zum einen handelt es sich dabei um den Ruf des Kuckucks von Robert Capret, also den Synonym von J.R. Rowling. Und zwar habe ich dieses Buch, ich war eigentlich schon relativ weit, wenn ich das gerade beachte, eigentlich schon über die Hälfte. Und ich weiß gar nicht mehr, welches Buch mir irgendwie dazwischen gekommen ist, aber auf jeden Fall habe ich dieses Buch unterbrochen und habe dann einfach nicht mehr weitergelesen. Ich weiß aber so viel, dass mir das Buch eigentlich sehr gut gefallen hat für einen Krimi, ich eigentlich sehr viel Freude beim Lesen hatte. Aber ich vermute ganz stark, dass einfach die Stimmung nicht da war oder ich in einer Zeit war, als ich das Buch unterbrochen habe, bin mir nicht mehr ganz sicher, dass ich einfach keine Lust auf Krimis hatte. Nichtsdestotrotz würde ich gerne dieses Buch noch gerne beenden, aber ich vermute ganz stark, dass ich einfach auch hier nochmal von vorne beginnen muss und so wie ich mich kenne, werde ich auch einfach wieder von vorne beginnen, aber dazu muss ich dann wahrscheinlich auch erst einmal Lust auf dieses Buch haben. Bei dem zweiten Buch, welches ich noch offen habe, handelt es sich eigentlich um ein Buch, was sehr, sehr viel besprochen worden ist und auch sehr gehypt worden ist und ich vielleicht, als ich es gelesen habe und unterbrochen habe, vermutlich ein wenig von diesem Hype ich will nicht sagen, genervt war, aber mich stört das immer, wenn ich gerade das Buch lese und der Hype noch so unheimlich groß ist. Da nehme ich doch lieber Abstand von dem Buch und deswegen habe ich vermutlich auch unterbrochen. Und zwar handelt es sich dabei um ein wenig Leben von Hanya Yangyara, wenn man diesen Namen so ausspricht. Wenn nicht, korrigiert mich bitte. Ich bin ja mit Namen sowieso nicht der große Aussprachekünstler. Genau, also wie gesagt, mir war, als ich dieses Buch gelesen habe, der Hype einfach zu groß. Auch bei diesem Buch kann ich sagen, dass ich es als solches sehr, sehr gern gelesen habe. Ich auch nicht vor diesem Thema zurückschrecke und ja, ich vermutlich wieder in der Stimmung sein muss, dass ich dieses Buch anfangen kann, beziehungsweise von vorne anfangen kann, um es nochmal zu lesen. Vor allen Dingen, weil auch hier ich eigentlich nicht mehr viel zu lesen hatte. Ich war eigentlich schon im letzten Drittel. Vielleicht fange ich hier auch einfach von an der Stelle wieder an. Mal sehen. Was mich so ein bisschen aber an diesem Buch gestört hatte, war, dass die Seiten so extrem dünn sind und man nie das Gefühl hatte, dass man vorankommt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dieses Buch trotzdem noch lesen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das dieses Jahr nicht mehr schaffen werde, wenn ich von vorne beginnen möchte. Ja, bei der zweiten Frage handelt es sich um, gibt es ein herbstliches Buch, welches du zum Übergang lesen möchtest, beziehungsweise zum Jahreswechsel lesen möchte? Um ehrlich zu sein, gibt es da eigentlich kein Buch, welches ich zum Jahreswechsel lesen möchte. Mir ist auch beim Überlegen, beziehungsweise beim Vorbereiten dieser Fragen kein Buch eingefallen, was ich euch jetzt zeigen könnte. Und ja, also es gibt kein Buch, was ich jetzt unbedingt über den Jahreswechsel lesen möchte. Wenn es sich ergibt, dann ist das für mich eigentlich nicht das Problem. Ich nehme auch ein Buch,
in das nächste Jahr mit hinein. Und ja, es kommt, wie es kommen soll. Genau, kommen wir zur dritten Frage. Und zwar, gibt es Neuerscheinungen, auf die du wartest? Um ehrlich zu sein, nicht. Also, es gibt immer so Neuerscheinungen, wenn ich so durch die Kataloge ein bisschen blätter oder durch die Internetseite bin, wo ich mir denke, oh ja, da freue ich mich drauf. Aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass ich das eigentlich wieder vergesse und mich dann umso mehr freue, wenn ich es dann im Buchladen entdecke oder auf Instagram oder hier auf YouTube. Ja, ich lasse mich da eigentlich zum Teil von mir selbst oftmals überraschen, weil ich es einfach vergessen habe, welche Neuerscheinungen kommen. Genau, aber es gibt ein paar Neuerscheinungen, wo ich nicht mit tatsächlich in den Kalender schreibe, aber das sind nur einige wenige. Genau. Kommen wir nun zur vierten Frage. Welche drei Bücher möchte ich noch bis Ende des Jahres lesen? Ja, das war eine sehr knifflige Frage, weil ich eigentlich in der Regel mich immer nach Lust und Laune zu den Büchern greife und mir eigentlich nie so ein Want-to-Read mache oder so. Ich, je nachdem, wie ich Lust habe und welches Thema ich gerade Lust habe, greife ich auch nach dem Buch. Aber es gibt dennoch ein paar Bücher, die ich eigentlich gerne noch dieses Jahr lesen möchte. Und zwar, und ich konnte mich selbstverständlich nicht auf drei Bücher beschränken, es sind vier geworden, aber ich denke, das verkraftet mir. Und zum ersten handelt es sich dabei um Adressat Unbekannt von Cressman Taylor. Dieses kleine Büchlein, das hat glaube ich nicht mal 100 Seiten, habe ich dieses Jahr zum Geburtstag geschenkt bekommen und würde ich doch sehr gerne noch lesen und ja, bin schon sehr gespannt. Ich kann euch nicht mal sagen, um was es hier so wirklich geht. Ich bin schon sehr gespannt drauf und freue mich auf die Lektüre, weil sie mir auch empfohlen worden ist. Bei dem zweiten Buch, welches ich gerne noch dieses Jahr lesen möchte, haben wir eigentlich auch mal eine kurze Lektüre und das Buch hat knapp 200 Seiten und zwar rede ich von Ferdinand von Schirach und zwar Schuld aus dem BTB Verlag. Das ist ja der Autor von dem Roman oder von dem Buch Terror, welches auch verfilmt worden ist, was durchaus eine kontroverse Diskussion ausgelöst hat und ich bin schon sehr gespannt auf dieses Werk und war bis vor kurzem, habe ich nicht gewusst, dass es um einen und denselben im Auto handelt, also von Terror und Schuld. Und deswegen bin ich doch etwas positiver überrascht, dass es dann doch derselbe Autor ist und bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Bei dem nächsten Buch handelt es sich quasi um eine Pflichtlektüre, eine klitzekleine. Und zwar, weil ich den Autor einfach unheimlich gerne lese. Ich mag ihn total und ich mag auch seine Werke. Und zwar handelt es sich hier um Nichts als die Nacht von Don Williams. Einige werden es ja bereits das Buch wahrscheinlich schon hier auf YouTube gesehen haben in dem einen oder anderen Video. Ich war auch selbst sehr überrascht, dass dieses Buch gab. Ich wusste, dass noch ein vierter Roman bzw. hier eine Novelle noch erscheint bzw. existiert und die auch eventuell übersetzt wird. Und ja, umso überraschter war ich, dass es diese nun gibt und ich habe sie mir dann auch sofort bestellt und würde sie gerne noch dieses Jahr lesen und bin schon sehr gespannt drauf, ja, wie bei den letzten zwei Büchern. Und ich bin auch an diesem Buch und ich bin auch bei diesem Werk schon sehr gespannt drauf und hoffe, dass es mir genauso gut gefällt wie die drei anderen Werke von John Williams. Nun zum letzten Werk, was ich gerne dieses Jahr noch lesen würde. Und zwar handelt es sich hier um ein Traffic Diary, so wie es betitelt wird. Und zwar ist es das Tagebuch von Anne Frank und zwar von Ari Hollmann und David Polonsky. Und zwar wäre das hier meine zweite Graphic Novel von dem Tagebuch der Anne Frank. Und von daher fände ich es nicht ganz so schlimm, wenn ich es dieses Jahr nicht schaffen würde. Aber ich bin schon sehr gespannt drauf und ich habe schon vieles Positive gehört. Deswegen habe ich es mir auch gleich mitgekauft. Und ja,
Ich freue mich schon sehr drauf und mal sehen. Aber ich denke, eine Graphic Novel liest sich ja mal doch noch ein bisschen schneller als einen normalen Roman. Und von daher, vielleicht schaffe ich es, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Kommen wir nun zur fünften Frage. Und zwar, gibt es ein Buch, welches mich noch überraschen könnte und zwar ein Jahreshighlight werden könnte? Und zwar, ich will dem Ganzen nicht so viel, ja, nicht zu viel Erwartungen reinsetzen, weil oftmals wird man ja auch enttäuscht, aber ich würde es mir sehr freuen, wenn Nichts als die Nacht noch ein kleines Jahreshighlight werden würde. Es wäre aber, wenn es noch ein Jahreshighlight werden würde, wenn ich es erst nächstes Jahr lesen werde, dann würde es vielleicht erst nächstes Jahr ein Jahreshighlight, aber es kommt, wie es kommen muss. Wir bleiben gespannt. Und die letzte Frage, möchte gerne wissen, ob ich schon Lesepläne für 2018 habe. An sich bin ich eigentlich kein Typ, der Lesepläne schmiedet, da ich mich doch dann doch zu gerne treiben lasse und sehe so, was das Jahr bringt für mich lesetechnisch. Aber trotzdem habe ich mir schon so einen Plan gemacht und zwar würde ich gerne für 2018 mehr in die Tiefe lesen. Das heißt, wenn mich ein Thema interessiert, dann würde ich dann auch gerne noch dazu ein wenig mehr lesen zu diesem besagten Thema. Ich bin gespannt, ob ich das ja umsetzen kann, beziehungsweise ob mich dann noch nicht doch zu anderen Büchern treibt. Wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Und ich bin schon gespannt. Das waren nun die 6 Fragen. Alle, die gerne diese Fragen ebenfalls gerne beantworten möchten, sind eingeladen, dies zu tun. Und wenn ich noch jemanden finde, den ich gerne taggen möchte, da ich glaube, ich der Tag jetzt doch von relativ vielen schon gemacht worden ist oder beziehungsweise jetzt schon viele getaggt worden sind mit diesem Tag, dann blende ich sie euch hier irgendwo ein. Und ansonsten, ja, kann ich nur sagen, habt noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar hinterlassen würdet. Ja, bis dahin. Tschüss.